Hallo zusammen, hier ist wieder Otella und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Opening-Video präsentieren. Heute geht es mal wieder um den Great Vault und ich war letzte Woche besonders fleißig. Wir haben nämlich einiges freigeschalten und zwar nicht nur bei meinem Main, sondern auch mit den Twinks. Diesmal war ich mit den Twinks nicht nur im LFR unterwegs, sondern ich bin mit einem auch ein bisschen HC gewesen. Mit dem anderen sind wir, glaube ich, einmal komplett NHC durch. Mit dem Main bin ich die Woche HC komplett durch, um Transmog zu holen. Ich habe ein paar mehr im Plus gemacht. Ich glaube 4. Dann haben wir noch 2 RBG-Belohnungen freigeschalten. Also wir haben einiges an Auswahl und naja, ich will es nicht verschreien, aber so wie ich mein Glück kenne, bringt auch das alles nichts. Aber wir werden einfach mal gucken. Wir stellen einmal hier auf Wächter um und dann machen wir das gute Stück auf. Und ja, wir werden schauen. Wir werden sehen. Also, und was kommt an Belohnung? Ihr seht, es ist ziemlich viel freigeschalten. Und was habe ich gekriegt? Ich habe eine Brust 226. Ich habe eine 226er Brust. Ist es dieselbe Brust? Okay, es ist dieselbe Brust. Gut. Gut. Dann ist noch was drin. Wir haben Hände drin. Ich habe 226er Hände und hier sind auch 226er Hände drin. Und die sind nicht wirklich besser. Das ist eigentlich minimal. Dann haben wir PvP-technisch was. Also wir haben ein PvP-Trinket, was mir nichts bringt. Weil es bringt mir keinen Transmog. Ne? Also ich mache jetzt PvP nicht, dass ich sage, boah, ich will jetzt krasses Gear haben, sondern ich mache das wegen Transmog. Deswegen war ich halt auch im Raid drin. Okay, also das bringt mir schon mal nichts. Die Handschuhe bringen mir auch nichts. Das hier ist das gleiche, aber es hätte Tempo drauf. Ne? Also wenn ich jetzt hier keinen Transmog kriege, dann nehme ich zumindest die 61 Tempo mit und freue mich, dass ich einen Ticken schneller bin. Keine Ahnung. Dann hätten wir jetzt hier einen Transmog-Kopf. Der wäre interessant. Jetzt gucken wir mal hier im Raid an. Kriege ich 213er, hier quasi ein 213er Trinket. Trinket zu haben ist immer nice, keine Ahnung, was das macht, irgendwie mit Tänzer, klingt jetzt ehrlich gesagt nicht so geil, keine Ahnung, brauche ich glaube ich nicht. Dann haben wir hier einen Umhang von den Generälen, der wäre sehr interessant, also auch Item-Level technisch ist es kacke, wobei die Sets sind gar nicht schlecht, ne, Versa Tempo, aber so 26er meiner ist besser, also müsste ich dann wieder Ding ausgeben, aber den brauche ich für Transmog, ich glaube den werde ich nehmen tatsächlich und hier haben wir sie gegen eine Waffenvorlage. Okay, das wäre eine Waffenvorlage. Das wäre tatsächlich auch interessant. Jetzt ist halt die Frage, nehme ich lieber die Waffenvorlage oder nehme ich lieber den Umhang? Schwierige Entscheidung. Schwierige Entscheidung. Das ist quasi vom Drenatrius die Waffe, ne? Gut, da würde ich jetzt eine HC-Waffe rausziehen. Ist mir aber egal, ob ich das Ding im LFR habe oder ob ich es im Normal oder HC habe. Ist eigentlich vollkommen egal. Ich habe eine 226er Waffe mit halbwegs guten Stats. Also von alleine von der Waffe her ist es egal. Ich glaube, ich nehme den Umhang. Das ist nämlich ein Item von den Generälen und dann muss ich zumindest, habe ich da schon mal eins weniger, wisst ihr? Also nehmen wir einfach den Umhang. Ich denke mir, die Waffenkugel, das kriege ich schon. Ich brauche, glaube ich, bei den Necrolords nur noch eine einzige. Die kriege ich auf kurz oder lang zusammen. Nehme ich den Umhang, haben wir zumindest einen Transmog-Teil. Ich könnte jetzt auch den Kopf nehmen, aber theoretisch kann ich mir die Sachen auch für Eroberungspunkte sind es, glaube ich. Beim Händler kaufen, deswegen ist das Teil, was droppt, kriege ich beschissener her als quasi ein Item, was man beim Händler auch theoretisch kaufen kann. Gut, nehmen wir den Umhang, haben wir zumindest ein Transmog-Item mehr und ja gut, gebrauchen kann ich es tatsächlich nicht. Jetzt habe ich hier die andere Seite, 16er Key, den brauche ich nicht. Ich laufe hier im Moment nur noch quasi eine nekrotische Schneise einfach, um das Mount zu kriegen. Gut, so viel dazu. Ja, das war jetzt schon mal ganz nett. Lieber hätte ich gerne den Hut vom Endboss gehabt, ne? Also den Kopf da, schlichtweg deswegen, dann müsste ich ihn nicht mehr machen, weil der Endboss im HC ist immer das Nervige, wenn man dann eine Gruppe findet, wo alle wissen, wie die Mechanik läuft, das zieht sich tatsächlich immer ein bisschen, also, naja, schade. Aber vielleicht kriege ich ja den Kopf die Woche, habe ich nur mal ein bisschen vor, mit dem hier HC zu laufen, mit dem anderen Twink HC zu laufen und mit den anderen beiden bisschen besser equippten Twinks, die ich habe, will ich NHC durchlaufen, dass ich so möglichst die kompletten Transmog-Sachen mitnehmen kann. Gut, dann swappen wir hier schon mal. Schauen wir derweil, während ich am Swappen bin, einmal hier in die große Schatzkammer bei meinem Monk rein.
Und zwar, schauen wir mal, was wir hier haben. Hier haben wir einmal die Auswahl zwischen einem Gürtel, Handgelenken und was ist das? Ein Waffending, auch von Drenatrius. Gut, bei dem Monk muss ich mal gucken, ob ich da das überhaupt noch irgendwo brauchen kann. Vielleicht für zwei Transmog. Wir nehmen das mal, aber noch quasi noch ein Waffenteil. Nicht schlecht, kann man nehmen. Und da muss ich dann mal nachgucken. Es kann sein, dass ich es gebrauchen kann. Müsste ich schauen. So, dann würde ich sagen, swap mal mit dem auch. Mit dem muss ich die Woche auch NHC gehen zumindest. Ne? Der hat so 100, ich weiß nicht, irgendwas zwischen 195 und 100 und 200 rum ist der Monk equipped. Der kann easy NHC gehen. Da werde ich die Woche wahrscheinlich auch einmal durchballern. So, dann swappen wir auf den Twink hier und dabei sind wir mit dem anderen schon eingeloggt. Mit dem Aluna war ich, ich glaube, ich war da NHC. Jetzt muss ich mal gucken. Drückt mir mal die Daumen, dass ich da NHC, hier haben wir wieder Herstellung eingestellt. Perfekt, machen wir vielleicht mal Tank draus. Hier war ich. Ich komme mit den Twinks immer so ein bisschen durcheinander, aber ich meine, mit dem Char bin ich NHC. Ja, okay, er hat drei NHC-Sachen drin. Er hat einmal einen Rücken drin, den brauche ich nicht. Ein Trinket und den Gürtel brauche ich blöderweise auch nicht. Was brauche ich denn da noch? Ich brauche Schuhe, ne? Ach, dammit, warum kriege ich denn so einen Rotz? Aber den könnte ich vielleicht irgendwas nehmen, was mich geartechnisch verbessert. Also, der Rücken bringt mir nichts geartechnisch. Das Trinket wäre eventuell was. Das ist ein Absorb-Trinket, ne? 6 Sekunden lang Schaden halten. Ja, gut, ganz nett. Dann haben wir noch einen Gürtel. Ich bin am Überlegen, ob ich den Gürtel nehme. Weil ich mit den Chars zu 90% eigentlich Open World rumlaufe und da diese Trinkets anlasse, weil die 40% mehr Verse bringen. Ne? Also in Open World, wenn ich World Quests mache, bringt mir das wesentlich mehr, wenn ich die beiden PvP-Trinkets anhabe, weil ich halt einfach 40% mehr Verse habe. Das ist absolut stark. Ich bin halt immer im Warmode unterwegs. Klar, für einen Raid, um das Transmog zu farmen, wäre das Trinket wahrscheinlich besser. Aber ich glaube, ich nehme tatsächlich den Gürtel. Hat zumindest ein bisschen Versa drauf. Ach komm, wir nehmen den Gürtel. Schade. Schade, schade, dass wir da jetzt nichts rausgezogen haben. Dann können wir... Obwohl, bei dem kann ich eigentlich eingeloggt bleiben. Dann schauen wir beim letzten Char noch. Jetzt muss ich mal gucken, was der rauszieht. Ich meine, ich glaube, ich habe nur zwei HC-Bosse getötet, ne? Ich habe nämlich dann spezifisch nochmal gequeued, da wo ich Items brauche. Jetzt vermute ich, dass ich nur LFR-Sachen rauskrieg. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Ich habe einen Endboss, habe ich im HC gekillt. Ah, ich hätte, glaube ich, nochmal einen mehr killen müssen, ne? Ja, drei hätte ich gebraucht. Schade auch, aber die Sachen bringen mir alle nichts. Dann nehmen wir hier einfach mal die Geschichte. Besser als nichts, ne? Besser als nix. Theoretisch könnte ich ja auch mal schauen, wie viel ich habe sogar ein bisschen Stygier, ne? Ich könnte sogar ein paar Sachen sockeln mit dem. Mit dem habe ich jetzt schon ein paar HC-Bosse down. Ich kann es euch mal zeigen. Radio zeigt mir jetzt noch 8 Bosse an, aber ich habe, wie gesagt, den Endboss nur umgehauen, müsste ich 9 haben, ne? Sprich, mir fehlt der vorletzte Boss nur. Ja gut, war jetzt halbwegs erfolgreich tatsächlich. Ein paar Sachen fehlen mir jetzt noch. Wenn wir jetzt, einmal bei den Vorlagen reingucken, brauche ich halt dementsprechend im HC noch 3 Items. Ne? Die Schuhe kann ich mir theoretisch auch mal kaufen. Die sind auch da drin. Das ist halt von den Generälen und vom Endboss. Also ich brauche halt die letzten beiden Bosse und hier den Rat. Oder ich kaufe mir es im AH. Deswegen habe ich halt auch den Endboss gequeued. Ich habe keine vernünftige Gruppe im Twink gefunden, die den vorletzten Boss machen. Die meisten machen halt den Endboss, weil es da halt irgendwas Tolles für die Leute gibt. Aber der vorletzte, da habe ich leider dann keine gute Gruppe mehr gefunden. Und im NHC fehlt mir auch der Hut und die Hose, ne? Die aber, glaube ich, auch bei einem Worldboss theoretisch. Ja, genau, hier gibt es einen Worldboss, wo die auch droppen würde. Mal gucken, vielleicht kriege ich ja das aus der einen oder anderen Quelle noch raus. Gut, damit wären wir wieder alle Chars durch. Ich versuche mal diese Woche quasi mit meinen zwei schlechter equippten Chars NHC durchzulaufen, mit meinen zwei besser equippten Chars HC durchzulaufen. Mal gucken, ob das klappt. Ich habe ja die Woche Urlaub und ich denke mal, das werden wir schon irgendwie hinkriegen. Und dann ziehen wir vielleicht nächste Woche das ein oder andere Item noch raus. Ich verabschiede mich an der Stelle. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.